Telefon-Challenge Chart-Songs. Okay. Gucken wir rein. Let's go. Was für euch, was viele, viele Oldschool-Fans feiern werden. Und zwar, ihr werdet euch entsinnen, das Telefon-Battle. Ja. Ihr kriegt ja auch immer noch Nachrichten, macht wieder really? Telefon-Battle. Ich kriege jeden Tag 100 Nachrichten. Boom. Ihr werdet euch noch daran erinnern, wir haben das früher öfters gemacht, aber dann eine kleine Pause, weil wir einen Strike kassiert haben, weil ihr kleinen Lümmel das gemeldet habt. Aber heute Abend mehrere Zettel. Das alles sind Songtexte von Songs, die jeder kennt, Freunde. Ich lese mal kurz eine Zeile vor. Havana, Unana. Kennt, glaube ich, jeder, oder? Was ist das? So, weiter geht's. Wir haben hier kleine Zettel, Freunde, mit den jeweiligen Songtiteln drin. Okay, okay. Verstehe ich, können wir durchskippen. Hoi, Scheiße. Was habt ihr? Direkt erstmal ziehen. Song Nummer 1. Helene Fischer, Atemlos. Hoi, Scheiße. Peter Fox, Haus am See. Auch gut. Kann man vielleicht so einen Immobilienmarkt haben. Scheiße, ich hab Camille, heißt die so? Havana, ein englischer Text. Schwierig. Havana, na, na, na. So, weiter geht's. K1, Louis, Scheiße, das will ich nicht. Och nee, ohne mein Team. Ich hab Nemo heute mit mir. Das ist leicht, glaube ich. Das ist gut. Mal gucken, Freunde, Linus. So, ihr dann last ein? One. Ja, oh, es könnte lustig werden, ich bin gespannt. Geil, ja, mir geil. Nehm ich den. Pro-Traum. Ich hab Seed Ding. Was du lieber nennst. Okay, Freunde. Oh. So, erstmal sucht sich jetzt jeder seinen Text raus. Okay. Ich würde sagen, wir haben jetzt 15 Minuten Zeit, uns mit unseren Texten zurückzuziehen. Die Hälfte geht schon verloren vom Test und dann geht's los. Hey Freunde, ich rufe in einem Hotel an. Nimm das Schwierigste als allererstes, das ist nämlich ohne mein Team. Jeng ist es eh. Hallo, hier ist Daniel Pupskanul. Hallo, Daniel Pupskanul. Schönen guten Tag, das Guten Tag, wir sind schon seit ein paar Tagen unterwegs, zu sechs im Mercedes und wir brauchen unbedingt Hotel, weil alle Jungs müssen mit und das sind zu viele, nie ohne mein Team. Wir sind ausgebucht, wir haben kein Zimmer mehr frei. Ah, schade, ein Jahr lang, zwei Jahr lang, ja. Tut mir leid. Nicht, ja, kann man aber bei Ihnen essen? Nein, wir haben keine Küche. Also auch kein Glas Yamazaki, ein Glas Yamazaki? Wir haben kein Restaurant, nein. Nicht schon um 12, aber eins ist okay. Irgendwann mal. Oh, Scheiße! Okay, aber ich würde sagen, er darf nochmal ein Hotel anrufen. Du, also, die hat ja direkt gesagt, Zimmer voll und weg. Ah, okay. Guten Tag, wir sind schon zu sechs im Mercedes seit Tagen unterwegs und wir brauchen unbedingt ein Hotel. Wollten wir mal kommen. Ja, was haben Sie denn? Das merkt doch sofort jeder, dass es irgend so ein Typ ist am Telefon, der Telefonverarsche macht, oder? Denn da so alles? Haben Sie ein Glas Yamazaki und sowas, weil die Mädel ein bisschen Sekt für die Mädel. Ich glaube, man checkt das. Ja, man checkt das, man checkt das. Die andere war besser. Oh, krass. Egal. Okay. Fünf Punkte für Jacko. So, ich glaube, das wird jetzt ein mega Fail werden, Freunde, hier Nippelblitzer. Ich fange an mit Seed-Ding und werde in Bar, in so einem Restaurant anrufen. Das ist richtig schwer. Grüß dich, der Jan hier. Ich habe eine kleine Frage und zwar, heute bin ich ziemlich gut drauf und da wollte ich fragen, ob man bei euch was reservieren kann. Ja, klar. Kann man das was also geht das auch für mehrere oder nur so für so ein Jahr wieder mal ein Solo-Auftritt? Für wie viele Leute denn? Das wären zwei, wenn das geht. Wie viel? Aber also die alten Telefon-Battle von Apecrime waren schon immer super geil und das ist auch sehr, sehr, die Idee davon ist schon sehr, sehr geil. Also so Sachen, die man so am Telefon sagen muss, versuchen durchzubringen und ich finde es schon nice, also kann ich feiern. Zwei, die Frau ist zu Hause mit Frau und Kids. Zu Hause sitzt die Frau mit Kids, das kennen sie ja, ne? Nee. Ach so, aber hättet ihr denn was frei für zwei? Wie der am Telefon einfach sagt, nee, kenn ich nicht. Ja, für zwei, klar, hätte ich was frei. Ist das denn dann ein bisschen, also ist das offen oder mehr für sich? Ach so, ganz kurz, einen Moment, ganz kurz mal bitte. Ja? Wo ist der Murat? Einen Moment, bleib mal ganz kurz dran, ja? Alles klar. Murat kommt jetzt. Oder red mal mit dem ganz kurz. Keine Ahnung, wo
Grüß dich, ganz kurz, ich sag dir ganz kurz, worum es geht. Und zwar wollte ich heute essen bei euch, aber das soll eher so einen intimen Rahmen haben, nicht so was Offenes. Hättet ihr da was? Also das soll jetzt nicht so offen sein, weil ich verstecke meinen Ehering und weißt du, zu Hause sitzt die Frau mit Kids, deswegen soll man da jetzt nicht so gesehen werden. Okay. Aber ihr habt auch sowas wie Cocktails, oder? Also für die Dame und mich, sie Mojito. Okay, also aber reservieren geht jetzt nicht. Das müssen zwei, oder? Ja, ja, für zwei wären das, okay? Aber man könnte schon an die Bar und ich lach meine Frau an, Alter. So dumm. Oh mein Gott. Alter, ist mir warm, ey. Ich spitz mir den Arsch ab, Alter. Hast du gehört, zu sagen, so red mal mit dem, ne? So red mal mit diesem Jan und so. Mojito! Mojito! Mit Frauen können kein Seher. Ja, ey, ist mir warm. Also ich hab, zu Hause sitzt die Frau mit Kids. Ich wollte noch sagen, als er gesagt hat, geht nicht, wollte ich sagen, lächerlich, ich becher mich weg. Also. Zu Hause sitzt die Frau mit Kids, ich verstecke meinen Ehering. Heute bin ich ziemlich gut drauf. Yeah, wieder mal ein Solo-Auftritt. An Bar, ich laber eine Frau an, war so halb. Für die Lady Mojito, ich glaube, das waren 6. Stark. Wir schauen noch mal im Video, ob das stimmt. Ja. So, Freunde, es ist Zeit für den lieben K1 mit Louis. Und André meinte vorhin, hat er ja im Intro gesagt, ruf doch einfach eine Louis Vuitton Store an. Gut. Probier ich einfach mal. Keine Ahnung, ich habe noch nie mit solchen Leuten da geredet. Hallo, grüß dich, der Thomas hier. Ich bin mit Thomas, nur anders. Ich habe eine Frage. Habt ihr kurz 2 Minuten Zeit? Super, danke. Also, ich sag's ganz ehrlich, Jan rasiert sofort alles weg, Alter. Er geht richtig los. Ich bin Fußballspieler. Nein, er fängt direkt an zu lachen. RIP, ey, er hat so gut angefangen. Ich dachte so, er haut die Lines jetzt raus und dann muss er direkt lachen. Zeit? Super, danke. Also, ich sag's ganz ehrlich, Cash wie ein Fußballspieler. Also, ich bin mit Thomas nur ich mach noch ein, das ist zu lustig. Oh mein Gott. Also, so Thomas nur anders. Ach, er ruft bei Louis Vuitton an, okay? Grüß dich, der Thomas hier. Ich bin mit Thomas nur anders. Ich habe nur eine kurze Frage. Habt ihr kurz Zeit? Ja. Ja, super. Also ich sag's ganz ehrlich, ich bin ein riesiger Louis Vuitton-Fan. Ich habe schon Schuhe von Louis, Gürtel von Louis. Und ich wollte nur fragen, habt ihr noch neue Taschen da? Irgendeine neue Kollektion? Ja, wir haben immer ganz viele neue Taschen. Welche genau möchten Sie denn? Also was für, Was wäre so das Neueste? Was für Taschen meinen Sie denn? Ein Rucksack? Genau. Ich habe an Rucksack gedacht. Ja, ich polarisiere halt. Ich mag, was ich will mit dem Rucksack. Alter, Jan, das ist so dumm, weil in dem Song von KB1 geht es ja um Louis Vuitton und dann ruft er beim Louis Store an. Ah, dann hat er noch so eine erwischt, die auch noch so voll freundlich ist. Oh, ich glaube, das wird stark. Also was hättet ihr da so? Was meint ihr denn genau damit? Also könnt ihr vielleicht das etwas näher erklären? Möchten also, dass es etwas auffälliger ist. Genau, am besten so mit Nieten. Habt ihr auch öfters mal, glaube ich, Sachen gehabt? Ist da was Neues irgendwie da? Ja, wir haben ganz viele verschiedene Sachen. Aber Sie möchten also einen Rucksack. So, ich genau. Ich weiß gerade, was Ihnen gefallen könnte. Ja. Und Sie möchten also etwas, was limitiert ist? Oder auf jeden Fall. Also ich sage ganz ehrlich, Cash wie ein Fußballspieler, denkst du, die Steine sind aus Zufall lila? Also ich würde mir schon auf jeden Fall was ganz Teures gönnen. Ist egal, der Preis ist egal. Dann kann ich das gerne einmal für Sie weiterleiten. Sich das anschauen, oder? Auf jeden Fall, ja. Das ist Check Maximilianstraße, oder? Oder welche Straße war das? Straße, Ecke, Straße oder auch wirklich. Ah, okay. Wenn Sie jetzt in München meinen, oder? Ja, ja, nee, in München, natürlich, in München, ja. Also ich fühle mich auch. Ja, perfekt. Wenn ich halt. Wenn ich kein Louis Vuitton trage, sagen die Leute, ey, so eine scheiß Stimme. Die war aber richtig professionell. Oh, ja, die war mega professionell. Oh, die hat gedacht, so ein Bastard. Bastard. Ich glaube, die hat sich nicht verarscht gefühlt, sondern die hat einfach gedacht, du bist ein so mega rich. Ja. Oh, fuck, okay. Auf so Check Maximilianstraße. Ja, der war gut. Ach so. Denkst du, die Scheine sind aus Zufall lila? Da dachte die. Ja. Okay, aber ich glaube, das waren nicht viele. Also eine Zeile, 2, 3, 4, 5, 6. Ist auch nicht schlecht. Stark.
aber keine Blumen hier. Okay, stark. Weiter geht's. Bum, bum. Guten Tag, ich bin neu hergezogen, fremde Gesichter, keiner kennt meinen Namen. Ich hätte gerne eine Pizza. Ja. Ich suche ein neues Land. Habt ihr sowas? Das gab es in meiner alten Stadt. Wo wohnt Sie? Das Haus am See, beim Ziegeleiteich. Also am Ziegeleiteich, eine Pizza. Und ja, genau, und das habe ich im Traum gesehen, genau. Also so hießen die Pizzen bei uns in der Stadt. Haben die Pizzen besondere Namen bei Ihnen? Die Pizza? Ja, genau. Nee, ich habe ja gute Namen, wir haben einen Namen, aber das ist, sie können bestellen, was sie möchten. Ja, okay. Könnte ich die auch abholen? Oder wird die auch... Ja, wäre besser, weil eine Pizza normalerweise... Ja, stimmt schon, ne, ich weiß, sie wartet und ich hole sie dann ab. Ja, normale Margarita mit unbekannten Straßen würde ich dann vorbeikommen. Ja, also, wissen Sie, wo wir sind? Ist das das, wo die Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg, oder wo? Wo? Was liegen auf dem Weg? Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg da, oder? Wo der Bahnhof ist. Wissen Sie, wo der Bahnhof ist? Leider nicht. Ich bin ganz neu hergezogen. Ja, in der alten Stadt aus Hamburg komme ich, da kenne ich die Gesichter, jedes Haus, jeden Laden, aber hier gar nichts. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist hier halt immer so, alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen, was soll ich da machen? Ja, nee. Oh, er haut richtig die Lines raus. Ja, und da geht's irgendwo, da gegenüber ist so ein großes Feld und da wohnen wir. Wenn ich so daran denke, kann ich es eigentlich kaum erwarten auf die Pizza. Gut. Wie schnell wäre die denn fertig? Weil ich lade die alten Vögel ein und Verwandten ein, oh, und dann können wir alle zusammen essen eigentlich. Ja, 10 Minuten. Wenn ich jetzt erkläre, fertig bin, Sie können Sie losfahren. Okay, ich schließe die Augen und laufe einfach geradeaus. Okay, dann bis gleich. Ciao. Bis gleich. Ja, besser die Augen aufmachen. Yeah, okay. Alles klar. Okay, bis dann. Tschüss, danke. Oh mein Gott. Das war aber richtig Jackpot. Oh, absolut Alter, Jackpot. Richtig abgeräumt, ey. Neuer bester Freund. Okay, was haben wir denn hier? Okay, fressen ab. Hallo, der Rolf hier. Ich habe eine kleine Frage. Ja? Ich wollte mal fragen, wie euer Sortiment für Hunde aussieht, ob ihr da viel da habt. Ja, was brauchen Sie denn? Also folgendes, ich habe mir einen kleinen Welpen zugelegt und... um welchen Song geht's jetzt? Meine Freundin meinte immer, Baby, vergiss deinen Freund. Also Crow. Mag halt nicht so Hunde. Ja. Nee, Nemo, oder? Und dann meinte ich zu ihr, ja, kein Zeitdruck, Baby, mach langsam, du wirst dich da schon dran gewöhnen. Und dann... war jetzt die Frage, habt ihr irgendwie eine Art Decke oder etwas, womit man diese Haare gut entfernen kann von dem Kleinen? Ja, das haben wir alles da. Okay. Es gibt einmal die Wunderbürste, dann gibt es den ganz normalen Abrunner, den wir auch haben, und Decken haben wir auch. Oder Betten. Bist du dann heute für mich da oder ist da dann ein Kollege da vor Ort? Nee, wir sind alle da. Aber wir haben nur bis halb acht auf. Okay. Nehmt ihr Karte oder geht das, oder was, wie kann man denn bezahlen? Oder wollt ihr dafür buntes Papier? Ja, ja, ja. Das ist so dumm. Oder wollt ihr dafür buntes Papier? Ja, ja, ja. Na, EC-Karte, ne, oder halt Bargeld. Kein Moment, ich frag noch mal kurz meine Freundin. Ja? Die meinte gerade, nein, du brauchst heute keinen Euro. Also habt ihr eine Aktion da oder ist das jetzt eine Fehlinformation? Ja gut, dann macht ihr keine Sorgen um mich, dann komme ich alleine klar. Ich bedanke mich, ja? Danke, tschüss. Sehr stark. Nicht schlecht, oder? Sehr stark. Freunde, Lidos. So, Freunde, Helene Fischer, Atemlos. Ich rufe beim Kino an. Atemlos kennt ja eigentlich jeder, das fällt doch bestimmt auf. Jetzt bin ich gespannt. Hallo, Klaus Bolzen aus Köln. Ich habe eine kurze Frage. Ich bin riesiger Helene Fischer-Fan. Das kennen Sie ja bestimmt, Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Und ich habe gehört, da kommt jetzt ein Helene Fischer-Biografiefilm. Ich wollte nur fragen, wann der bei Ihnen läuft. Davon habe ich ja noch gar nichts gehört. Oh, ja. Also das ist alles, was ich will, dieser Film. Ich hoffe, der läuft jetzt in Kürze. Ich habe leider kein Internet, deswegen kann ich nicht nachschauen. Ja, ich schaue nach. Okay, danke. Das kennt ja jeder, ne? Wir sind heute ewig, tausend Glück. Hast du ein bisschen gecheatet, oder? Dass man so sagt, ja, hier diese Reime, aber auch starke Idee. Gefühle, alles, was ich bin, teile ich mit dir. Das kennt jeder, ne? Ja, doch, kennt man, Kennt man, ja. Aber ich bin mehr so aus dem...
aus dem Metal-Bereich. Ach so, aus dem Metal-Bereich. Also nicht, wir sind uns da trennlich. Ja, hier, hier. Schade, schade. Ist mal ab und zu mal gut, so spür was Liebe mit uns macht. Das ist halt echt ein tolles Lied, ne? Ja, nee, ist klar. Nee, ich weiß nicht, also ich finde hier nichts. Nichts gefunden? Ja. Also, ein Kollege hat mir gesagt, der läuft bald. Also, ist komisch. Ich würde ja sonst sagen, komm, nimm meine Hand und geh mit mir, dann gehen wir zusammen nochmal rein, dann zeige ich Ihnen das. Aber wenn wir jetzt nichts finden hier, ja, da halten wir einfach fest, was uns zusammenhält. Der Film läuft also nicht, oder was? Also, ich gucke jetzt nochmal eben kurz nach. 2013 produziert einer. Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei, ne? Aber das ist wohl aus der Traum jetzt. Ja. Ja, schade. Trotzdem danke. Also, Sie haben mir weitergeholfen. Super. Ja, gerne. Ja, tschüss. Stark. Aber Glück gehabt, Alter. Echt stark, sehr stark. Saudi-freundliche Frau, richtig krass. Hey, ich will, warum ist jetzt Havanna nicht gekommen? Dieses Havanna, na, na, das hätte ja gar keinen Sinn gemacht. Alter. Schade. Mann. Zwei Runden von drei Runden gemacht. Ey, wirklich, das ist da drin, Brutkasten, das da kannst du ein Ey, Ei das ist auch, ich hab zu Daniel schon gesagt, dieses Telefonbattle ist auch anstrengend. Irgendwie schon, das ist so... Weil du musst dich immer so konzentrieren. Wie fandet ihr dieses Format? Ich fand's cool, bitte noch eine Folge davon. Hat mir Spaß gemacht. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Nice.